Was geht YouTube? Willkommen zu meinem ersten richtigen YouTube-Video. Das ist zum ersten Mal ein Video ohne irgendwie Twitch-Chat oder so. Digga, ist voll komisch so jetzt. Ich mache einfach ein Video ohne Twitch-Chat so. Ich rede mit mir selber. Hey, ich fühle mich schizophren. Wie ihr im Titel lesen könnt, bin ich gebannt auf Twitch. Permaban. Hier seht ihr es. Ja, ich erzähle euch kurz, was passiert ist oder warum ich gebannt bin und was, wie es weitergeht oder wie ich hoffe, es weitergeht. Mal gucken. Ich spiele währenddessen Ranked Match, damit ihr noch was zum Gucken habt. Oh, was steht denn da? Null Subs. Oh, null Subs. Ja, naja, null Subs. Muss ich kurz fixen. Wir tunen schnell rein, finden kurz ein Match und dann sage ich euch, warum ich gebannt bin und was passiert ist. Hoffentlich keine Cheater. Bitte keine Cheater. Bitte, bitte, bitte. Du machst aber keine Pornografie oder so. Nein. Du machst aber auch keinen Sex mit kleinen Kindern. Nein. Ich zeige keinen Sex von kleinen Kindern. Okay. Meine Familie ist verrückt. Achso, sie hören zu. Meine Familie ist krank. Ich soll nicht so laut sein, obwohl ich nicht laut war. Oh, jetzt werde ich aggressiv. Okay, wir spielen auf Outback. Easy, Outback, gutes Match. Haben wir Cheater? Ahmed cheatet, safe. Wenn Ahmed cheatet, dann Hurensohn. Also, wegen dem Bann. Ich erkläre euch gleich alles. Basically, ich kann es ein bisschen zusammenfassen. Wir bannen noch kurz einen Operator. Wir bannen Fenrir. Der Mage hat jetzt schon GG, weil der Gegner cheatet. Alles klar. Dodge, please. Ja, Cheater, nice. Erster mit Cheater. Okay, ich finde, cheated, I guess nicht. Okay, I guess, ja, die cheaten. GG. Gutes Match. Wir sehen uns im nächsten Match. Hat Spaß gemacht. Woo! Rainbow Six Siege, es ist so ein tolles Spiel. Wo ist der Cheater? Ja, guck mal, guck mal. Guck mal. Guck mal, guck mal, ich werde verbrannt. Ja, GG. Ey, wirklich wunderbares Spiel. Wir sehen uns im nächsten Match. So, neues Match. Hoffentlich, das war keine Cheater, das war gerade sehr anstrengend. Gucken, welche Map. Also, wir haben das nächste Match. Wir spielen auf Konsulat. Interessant. Wie ihr es mitbekommen habt wahrscheinlich schon, ich bin permanent gebannt auf Twitch. Jeder, der meine Streams geguckt hat, war eigentlich klar, dass ich irgendwann gebannt werde. So, dass jetzt permanent ist, unlucky. Ich habe schon Appeal und so geschrieben, also hier, ob ich dann banned werde, bla bla bla. Ich hoffe, ich werde dann banned. Mal gucken, kann gut sein. Aber muss nicht, I don't know. Die haben noch nicht geantwortet. Ich habe vor zwei Tagen abgeschickt, die Unban-Request. Da steht noch nicht, dass ich permanent gebannt bin. Da steht nur, was steht da? Hier seht ihr es. Da steht halt, sie überlegen sich noch, wie lange ich gebannt bin. Basically, was passiert ist. Ihr wisst, wie meine Streams sind. Ich sag oft Dinge, die so aus Joke gemeint sind. Oder halt Sachen, so Anspielungen mache ich oft. Und eigentlich heftig. Ich habe 3 Jahre gestreamt, wurde nicht einmal gebannt. Und ich habe Dinge gesagt, die sind bodenlos. Ich habe wirklich bodenlose Sachen gesagt schon. Keine Ahnung. Also wirklich bodenlose Sachen. Und dass ich für die Sache dann jetzt gebannt wurde, krass, ich erzähle euch gleich was. Wir spielen kurz die Runde. Die Mates rushen. Ja, wir rushen it. Ja, doch, die Mates rushen. Gut. Wir gehen in den Wendel hoch. Warum schießt meine Maus aber nicht? Oh, okay, wo sind die Gegner? Ich bin Onside. Niemand ist hier. Easy. Nein, da war noch einer am Desk. Ich habe ihn nicht gesehen. Fuck. Ja, ich habe 2 Kills geholt. Komm, das hat mein Team. Das hat mein Team. Guck mal, Jungs. Schön. Nice, 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 nice. Pain ruft mich jetzt an. Pain. Hey, Papi. Ich muss kurz Video aufnehmen. Chill, ich bin gleich da. Ich muss kurz Video aufnehmen. Was musst du machen? Ich mache ein Video gerade. Ach so, okay. Hallo, YouTube. Da hat Pain mich angerufen. Also weiter zum Thema. Ihr habt ja mitbekommen, dass meine Streams sehr toss sind. Oft. Ich habe Community-Aufruf gemacht. Ich habe es einmal gesagt oder zweimal im Stream, dass einfach alle mich mal reporten sollen, um zu gucken, ob ich gebannt werde. Das habe ich einmal so gesagt, weil ich weiß, dass ich da gerade nicht toss war. Das habe ich gesagt. Und paar Personen oder eine Person hat sich das als Ziel angenommen, mich jeden Stream zu reporten, bis ich irgendwie was Tosses mache anscheinend. Und Tatsache habe ich dann was Tosses gemacht. Ich habe Outlast gespielt und habe, Uzi hat in den Chat geschrieben, Video von mir, hat in den Chat geschrieben, Jürgen, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 160. Ich habe gesagt 36. Er meinte dann, er gibt mir 36 Subgifts. Dann habe ich aus Joke gesagt, Uzi, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 5 Millionen. Er hat die Zahl 2 genommen. Dann habe ich gesagt, schade, jetzt schuldest du mir 2 Euro. Schade. Und danach habe ich gesagt, hättest du 5 Millionen Euro genommen, wäre ich zu deinen Eltern gegangen, hätte die gekidnappt und dich erpresst, bis ich die 5 Millionen hätte von dir. Und das ist der Grund, warum ich perma gebannt bin. To be honest, finde ich krass, weil obvious Joke so, weiß nicht, keine Ahnung, ja. Vielleicht kann man sagen, so, Twitch wusste nicht, dass es ein Joke ist oder so ein Shit, aber weiß jetzt nicht, ob es ein Permaband sein muss. Wir spielen kurz die Runde. Wir rushen Bar vorbei. Ich bin so schlecht. Mann, er holt mich. Also weiter am Thema. Ich wurde auf jeden Fall gebannt wegen der Drohung. Und der Banngrund ist auch, wie man gedroht, jemanden umzubringen oder sowas. Also halt eine sehr harte Drohung, die ich gemacht habe. Deswegen wahrscheinlich auch Permaban, was ich halt crazy finde. Aber Twitch denkt jetzt, ich bin anscheinend Mörder, das ist krass. Wie es jetzt weitergeht? Gute Frage. wie es weitergeht. Ich warte vielleicht, werde ich ja im Band auf Twitch die nächsten Wochen oder Monate. Aber währenddessen, vielleicht streame ich auf Kick. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es Kick wirklich ist. Weil
weil allgemein, ich finde einfach Kick scheiße. Einfach die Plattform an sich, Kick ist voll scheiße. Auf YouTube werde ich nicht streamen, weil ich weiß nicht, YouTube ist für mich keine Streaming-Plattform. Ich muss auch sagen, YouTube sieht alles kacke aus. Ich weiß nicht, auf YouTube zu streamen, das fühlt sich irgendwie voll falsch an. YouTube ist für Videos und nicht für Streams, habe ich das Gefühl. Also wenn, dann streame ich auf Kick. Sollte ich überhaupt streamen, wenn, dann auf Kick. Link ist unten in der Beschreibung von meinem Kick-Channel, ihr könnt da reinfolgen. Da wird ein, zwei Streams dann auf jeden Fall kommen. Ob ich aktiv streame, weiß ich noch nicht. Wie es aber auch weitergeht, sollte ich auf Twitch unbanned werden. Und ja, ich habe es tausendmal gesagt. Ich weiß, dass ich tausendmal gesagt habe. Aber sollte ich diesmal auf Twitch unbanned werden, werden erstmal bestimmte Personen komplett gepermabannt von meinem Chat, von meinem Twitch-Stream. Weil wir müssen jetzt halt harte Regeln machen, weil ich will nicht nochmal gebannt werden. Weil danach bin ich safe perma gebannt. Deswegen werde ich danach härtere Regeln machen. Auch ich werde mich auch an meine Regeln halten und selber nicht mehr so toss sein und meinen Chat ein bisschen mehr kontrollieren. Ihr hattet jetzt 3 Jahre Spaß mit toss sein, mit Anspielungen und so. Das wird diesmal dann, wenn ich unbanned werde, nicht so sein. Aber damit müssen wir leben. Jeder sagt, es war klar, dass ich gebannt werde. Das ist jetzt nicht so, was? Venchi ist gebannt? Was? Der netteste Streamer? Nein, war es nicht. Das war so, endlich ist der gebannt. Junge, hat das lange gedauert. Der Bann ist ja trotzdem dumm, finde ich. Aber naja, wir spielen kurze Runde. Es kann nicht sein, dass mein Team die ganze Zeit reinrennt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendeiner nicht am legit spielen muss. Guck mal, die rennen jede Runde nur rein, die Mates. Easy kill. Easy, Jungs. Easy round. Digga. Bin ich eigentlich noch ein Kleinkind, dass ich die ganze Zeit... Ich kau die ganze Zeit auf so einem Flaschenverschluss rum, Bro. Ich bin 20 Jahre alt, ich kau auf einem Flaschenverschluss. Digga, bin ich ein Kind? Ich weiß nicht, ob ich YouTube überhaupt weitermachen kann, weil, to be honest, ich habe nur Streaming-Clips hochgeladen und wenn ich jetzt nicht mehr so viel streame, was soll ich hochladen? Die ganze Zeit so selber Videos machen, das ist voll komisch. So, über was soll ich reden, wenn ich jetzt nicht über irgendein Thema rede? Ich muss mir da irgendein Thema ausdenken. Warum Rainbow Six Siege am Sterben ist? Ich werde kein YouTube mehr machen. Rainbow Six Siege tot? Meine 5 Probleme mit Rainbow... Nein, sowas kann ich nicht. Finde ich voll cringe, über so einen Shit zu reden. Aber soll ich am Band werden? Auf Twitch, dann geht's natürlich normal weiter hier mit YouTube und überall. Ihr könnt es nicht fühlen, aber macht es mal selber. Versucht mal für euch selber ein Video aufzunehmen und redet nur mit euch selber. Das ist vollkommen so. Okay, Linescan. Wir müssen kurz die Runde gewinnen. Okay, es ist fake. Digga. Wir pieken Skylight. Ich will schnell sterben. In-game, liebes Twitch-Team. In-game will ich sterben. Bombe rein. Okay, ich bin nur bodenlos schlecht. Nice. Krass, wie schlecht ich bin. Auf jeden Fall, YouTube-Videos aufnehmen, das ist sehr komisch und ich glaube nicht, dass ich das kann. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das Video findet. Aber es ist eigentlich nicht kein besonderes Video. Ich sage nur, warum ich gebannt bin und wie es weitergeht mit dem Channel. Falls jetzt wirklich irgendjemand, kann ja sein, verstehe ich zwar nicht warum, aber kann ja sein, falls wirklich jemand traurig ist und da so sitzt so, oh nein, Mensch, ist gebannt. Wen gucke ich jetzt? Was mache ich jetzt? Bro, Real Talk, macht was einfach. So, macht einfach irgendwas anderes. Ich werde wieder streamen, das ist nicht für immer zu Ende. Vielleicht erst in 3 Monaten, 6 Monaten. Okay, guys, vielleicht nächste Woche. Auf jeden Fall, seid nicht traurig, dass ich jetzt weg bin. Das ist nicht für immer. Ich werde irgendwann wieder streamen. Alles wird wieder gut, Jungs. Alles wird wieder gut. Junge, bin ich gut. Movement God, Jungs. Wow. Nice. 4-1 gewonnen. Nice Match. Also abschließend kann ich noch sagen, das ist auf jeden Fall nicht das Ende. Hundertprozentig. Deswegen auch kein Abschied nehmen oder so. Das ist auf jeden Fall nicht das Ende. Ihr könnt, wenn ihr mir irgendwas schreiben wollt oder so, join meinem Discord, schreibt mir auf Discord oder Insta, Twitter. Ihr könnt mir überall schreiben, juckt mich nicht. Digga, der Mate hat hart gecarried. Wir sehen uns dann vielleicht auf Kick oder beim nächsten YouTube-Video. Aber auf jeden Fall, man sieht sich. Tschüss. Hab euch lieb. Hab euch trotzdem lieb, ich liebe euch alle. Und ab jetzt nicht mehr Toss. Haha. Sie ist bad und sieht aus wie Sailor Moon. Und sie rockt auch kein Designer, wie das andere Mädchen tun. Meine Bitch immer sad, doch sie weiß nicht, wie zu. Ja, draußen 1000 Girls, aber keine so wie du. Meine Bitch, sie ist bad und sieht aus wie Sailor Moon. Und sie rockt kein Designer, wie das andere Mädchen tun. Meine Bitch immer sad, doch sie weiß nicht, wie zu. Ja, da draußen 1000 Girls, aber keiner so wie du.